Hallo, hier spricht der Astrogravel. Welche Sterne kann ich Ihnen heute lesen? Hey Astrogravel, ich bin der Johann Albert, 25 und komme aus Frankfurt. Ich habe letztens im Club so eine Olle aufgegabelt und weiß aber nicht, ob das jetzt so recht klappt mit der. Kannst du mir vielleicht eine fachmännische Analyse geben, du Astromann? Das ist überhaupt kein Problem, Johann Albert. Du musst mir nur sagen, was für Tiere ihr seid und schon setze ich mich an die Analyse. Ah, ich wusste es, Sinn von mir, Geburtsdatum zu merken. Die Olle hat am 29.07. Was ist sie denn dann für ein Tier? Schlange? Also ich bin Fisch. Alles klar. Sie ist Löwe und du bist Fisch. Ich mache mich sofort an die Analyse ran und melde mich dann, wenn sie fertig ist. Bis gleich, Astromann. Und danke schon mal. Hallo Johann Albert, deine Analyse ist fertig. Was? So schnell? Da hast du dich aber mal wieder selber übertroffen, was? Ja, so, du hör mir zu, Johann Albert. Ja? Deine Freundin ist Löwe, was heißt, dass sie ziemlich leidenschaftlich ist und du dich ziemlich zu ihr hingezogen fühlst, ja? Sie kann deine Träume wahr machen, aber sie scheut auch keinen Wettkampf oder keine Konkurrenz, ja? Da musst du echt aufpassen, das kann sonst echt übel werden, ja? Sie will Erfolg haben und braucht deswegen keinen Waschlappen an ihrer Seite, ja? Auch wird sie viele Männer um sich herum haben, aber da das Erfreuliche zuerst, ja? Wenn du sie erst einmal für dich gewonnen hast, ja, dann hast du sie auch gewonnen, ja? Also, die Frau will, wie eben schon gesagt, keinen Waschlappen an ihrer Seite haben. Deswegen solltest du echt gucken, dass du dein Leben auf die Kette kriegst und auf eigenen Beinen stehst, ja? Nicht so wie früher im Kindergarten, dich immer an die Annika ranhängen. Das geht gar nicht, ja? Hey, woher weißt du das? Tja, das hat mir der Jeremy Pascal letztens erzählt. Aber egal, nun weiter im Text, ja? Die Sterne sagen, dass ihr aufeinander zugehen müsst, weil ihr beide, naja, ziemlich stur seid und euch ansonsten wahrscheinlich irgendwie die Köpfe einhaut oder der eine den anderen vom Balkon springen lässt oder was auch immer, ja? Also da musst du auch echt aufpassen, ne? Außerdem mag sie es überhaupt nicht, die zweite Geige spielen zu müssen, ja? Soll es ihr also schon das Gefühl geben, dass sie weit oben steht. Zudem musst du ganz schön tief in die Kasse, ja, die Kasse ist gut, in die Tasche greifen, ja? Guter Johann Albert, denn die Frau will oft ausgehen, die will essen, ja, und wenn er schon mal ins Theater oder auf ein Konzert geht, da kannst du vergessen, wenn du dich hinten in die letzte Reihe mit ihr an den Ausgang setzt, ja, die will vorne sitzen, die will was sehen, ja, auch was die Garderobe angeht, hier Kleidung, musst du, naja, wahrscheinlich gut reingreifen, ja. Ja, kann ich dir wirklich nur den Rat geben? Such dir mal einen anständigen Job und hör auf mit der Sozialhilfe, Mann. Ansonsten ist die ganz schnell wieder weg, Kollege. Ja, was das Bett angeht, da sagen die Sterne wirklich nur Gutes, kann ich dir sagen. Die steckt voller Leidenschaft. Also guck auf jeden Fall, dass du die behältst, ne? Also gib dir mal ein bisschen Mühe jetzt. Ja, des Weiteren kann man wirklich sagen, ist eine makellose Person irgendwie, spielt nicht mit den Gefühlen anderer, alles wunderbar, ja. Und das Letzte, was ich aus den Sternen noch rausquetschen konnte, ist, ja, dass du die auf jeden Fall mit zu Geschäftsabschlüssen nehmen sollst. Ey, die weiß genau, wie man mit den alten Säcken umgehen muss, ja. Also, da kannst du eigentlich nie was falsch machen, wenn du die mitnimmst, ne. Tja, und dann sagen die Sterne noch, was mit eurer Familie so passiert. Ja, was soll man sagen, wird nicht besonders groß werden. Aber mein Gott, muss ja auch nicht direkt übertreiben und wieder hier die 10 Kinder irgendwie machen oder so, ne? Ja, das war's eigentlich von den Sternen soweit. Ne? Mehr kann ich dir da echt nicht zu sagen. Oh Mann, ich glaube, ich gehe die wieder zurückbringen. Ich wollte nächsten Monat in den Urlaub. Wie soll ich das machen, wenn die so geldgeil ist? Auf jeden Fall vielen Dank, Astro Gravel, und bis zum nächsten Mal. Ja, kein Problem, Johann Albert. Gerne wieder.